Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat endlich geschneit. Es sieht wunderschön aus. Und deshalb gibt es heute die erste kleine Böllertour im Schnee. Das sind zwar jetzt wirklich nur ein paar Kleinigkeiten und größtenteils Jugendfeuerwerk, aber wir haben hier auch ein paar kleinere Böller. Und ja, der zweite Teil wird dann im Verlauf der Woche kommen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es ist ein bisschen windig, ich hoffe, man hört den Wind nicht zu doll. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. So, das Ganze machen wir natürlich hier mit dem schönen Pyrobrenner von Mr. Pyro Manager. Nochmal vielen Dank an ihn, das ist echt ein krasses Teil. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal ganz klassisch mit den dicken Brummern an. Das ist die XXL-Variante. Da haben wir so ein dickes Ding. Da ist natürlich die Frage, ob der sich jetzt hier dreht. Ich stelle ihn einfach mal hin. Okay, und Abfahrt. Okay, schade. Hat sich leider nicht gedreht. Dann würde ich sagen, machen wir mal die beiden Meteorite. Die da. Boah, der dampft auch noch richtig schön. Da würde ich sagen, können wir mal gleich beide machen. Oh nein. Schnee im Pyrobrenner drin. Einfach weggebrannt. Okay. Und let's go. Kann man problemlos beide mit anzünden. Sehr schön. Okay, gehen wir weiter. Machen wir hier mal die schöne Fountain von Jorge. Oh, ein wunderschönes Ding. Und das für Jugendfeuerwerk. Schön. Okay, weiter geht's. So, dann würde ich sagen, die zweite Fontäne heben wir uns mal für den Schluss auf. Machen wir mal hier weiter mit den ersten Böllern, denn ich glaube, dafür haben auch die meisten Leute hier raufgeklickt. Das ist so ein kleiner Pyro-Cracker von Komet. Die Packung war noch offen, deshalb würde ich sagen, nehmen wir den mal. Ich packe den mal hier ein bisschen so in den Schnee rein. Und danach würde ich sagen, machen wir einen Böller aus dem Schnee heraus. Schön, sehr schön. War zwar nicht so laut wegen dem Schnee, aber trotzdem schön. Und jetzt nochmal ein, ganz normal. Stecken ihn mal hier in die Fontäne rein. So ein bisschen. So, das sieht doch gut aus. Go. Boah, das war schon ziemlich ordentlich. Okay. Dann als Vergleich machen wir das gleiche mal hier mit den Nico China Crackern. Nehmen wir uns mal einen hier und packen den in den Schnee. So, ordentlich eingebuddelt. Und los. Boah, nicht schlecht. Also er war auf jeden Fall lauter als der Pyro Cracker von Komet im Schnee. Und dann jetzt noch ein auf der Fontäne, wenn es geht. Ja, perfekt. Und go. Oh. Der war krass, der war krass. Für einen Pyro-Cracker echt nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss nochmal. Also natürlich, die Fontäne kommt dann noch. Aber zum Abschluss der Böller, das gleiche Experiment nochmal mit dem D-Böller. Aber da muss ich mal ganz kurz ein bisschen Schnee zusammenschaufeln. So, hier habe ich mal einen kleinen Schneehaufen gebastelt. Würde ich sagen, stecken wir den D-Böller mal da rein. Machen oben ein bisschen zu. Da ist er drin. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Und hier kann noch ein bisschen mehr. So, da ist die Zündschnur. Und dann würde ich sagen,
Go. Süß. Der hat fast gar nicht geknallt. Okay, dann. Der ultimative Vergleich. Das nochmal hier. Ups. An der frischen Luft. Wird natürlich gleich aufgehoben. Nicht an der frischen Luft, sondern. Naja, wobei. Einfach draußen nochmal. Und. Go. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir es uns nochmal an. Hat schon einen kleinen Krater gemacht hier. Also, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und die Vorfreude vielleicht ein bisschen gesteigert. Ich packe jetzt hier die Sachen mal wieder zusammen. Müll wird natürlich wie immer weggeräumt. Das hier auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ah, doch, so kann ich es nicht enden. Hier, habe ich noch gesehen, ist ein einziger China-Cracker noch drin. Ich würde sagen, der muss noch gezündet werden und dann können wir das Video beenden. Los geht's. So, packen wir den mal hier hin. Schön in den. Wunderbar, perfekt. Jetzt ist alles runtergefallen. So ist es doch schön. Und. Boah. Wurde ich fast angegriffen. Schöner kleiner Krater. Dann würde ich sagen, damit können wir noch das Video beenden. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wunderschön.